Wunderbar, schön, dass du Zeit hast. Ich habe gerade eben den Film gesehen. Ja. Stimmgewaltig natürlich, was da rüberkommt. Ja, stimmt. Hast du auch schon gesehen, den ganzen Film? Ja, ich habe es in Deutschland natürlich nur eingesungen, aber ich habe in Holland beides gemacht und dann habe ich natürlich den ganzen Film vorbeikommen sehen. Und ja, wie gesagt, ist gewaltig und richtig, richtig gut geschafft haben sie es wieder. Ja. Gut, gut. Hat auch starke Botschaften. Ja, klar. Und für mich ist es richtig toll zu sehen, dass die Elsa noch zielbewusster und entschlossener ist als im ersten Film. Und dass sie, auch wenn sie nur noch selbst so in Gefahr ist, dass sie für die Schwester und für das Land einfach sich selbst unwichtig macht, sozusagen. Und das ist super schön zu sehen. Ja. Und eine starke Frauenrolle, also zwei starke Frauenrollen eigentlich. Ja, das ist, hat sich schon gewandelt, das Bild. Siehst du das auch so? Ja, das stimmt schon, dass da was irgendwie so mit der Zeit mitgeht. Ne? Das, und das finde ich natürlich total toll und cool. Und auch in diesem Film, man sieht auch mit den Bildern und mit den... die sind einfach stark und ja, das fand ich auch so toll wieder, dass das im Studio dann wirklich auch selbst so einzusetzen, ne? Okay, wir machen das und wir, ja, diese Kraft ist ein Vorbild auch und das finde ich total cool und hat echt richtig Spaß gemacht, das wieder so zu machen. Beim ersten Film, das war ein Riesenhit, Let It Go, lass los. Die Leute haben ja auch, oder die Kinder haben mitgesungen im Kino. Denkst du, das wird wieder so sein, jetzt bei dem neuen Song? Das wird wieder so sein, ja. Weil ich habe dann auch, als ich es dann eingesungen habe im Studio, dann zwei, drei Tage nicht mehr loslassen können. Das ist loswerden können. Das ist wieder ein Ohrwurm und richtig gut. Es ist einfach, ich sage auch wieder, die haben das im ersten Film so gut gemacht, das schaffen die nie im zweiten Film, aber doch und vielleicht noch besser. Ja, echt richtig gut, klasse. Auch wenn das Publikum vielleicht nicht gerade Mezzosopran singen kann. Macht nichts aus, also alle singen es mit, von jung bis alt, macht nichts aus, weil... Ja, das finde ich total interessant zu sehen, dass auch kleine Kinder, die zwei, drei sind, die noch nicht mal wirklich alle Sätze gut richtig sprechen können, die können den Song, von außen. Und das, das ist magisch und wie die das wieder geschafft haben, keine Ahnung, ich kann es nicht wirklich erklären. Das ist einfach richtig, richtig klasse gemacht und auch wieder, deswegen hat es auch so Spaß gemacht, das dieses Mal wieder zu singen, weil... Das führt dich mit und du kannst alles, was du in dir hast, kannst du einfach zeigen und alle Emotionen, alle Dynamik, alle Gesangstechnik, die du gelernt hast und so und alles kannst du da zeigen und bin total happy und stolz, dass ich das wieder gemacht habe. Du warst ja schon mal in der Schweiz für ein Engagement Elisabeth in Thun. Ja. Wie war das? Hast du da Erinnerungen? Oh, richtig, nur tolle Erinnerungen. Es ist, die Schweiz ist so schön und Thun, die Thuner Seespiele, die Kulissen, die natürliche Kulissen mit den Bergen im Hintergrund und das Stück natürlich Elisabeth ist eine wunderschöne Geschichte, so also eine tolle, wahre Geschichte zu spielen zu dürfen und dann mit dem See und Bergen im Hintergrund, hey, ein Traum, ein paar Traummonate waren das, ja.